Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, die liebe YouTube-Gemeinde. Herzlich willkommen bei Neuseis 36, heute mal im Außeneinsatz. Externes Mikrofon, leider Gottes. Ich hoffe, es nimmt auch auf und man versteht mich einigermaßen. Ich hatte ja schon angedroht, wir sind heute beim Tommy in seiner Werkstatt, um an seinem Subaru den Anlasser zu wechseln. Jetzt haben wir hier im Hintergrund ein Schlachtfahrzeug. Zeige ich euch mal eben kurz. Man sieht es ja schon. Da haben wir schon den Anlasser ausgebaut und dann bin ich auf die goldene, glorreiche Idee gekommen. Ja, das wäre doch mal was für ein Video. Mal ganz anders, dass der Martin mal am Auto schraubt. Mit dem Tommy natürlich zusammen, das ist klar. Leider Gottes gibt es beim Subaru ja 51 verschiedene Anlasser. Da liegt schon der neue, der natürlich nicht passt. Aus dem Grunde haben wir vom Schlachter den Anlasser ausgebaut. Gerade durchs Bild gerannt, der Tommy, der stellt sich mal da vorne hin und sagt mal Hallo, das Glotzerte. Yeah. Ja, also wir werden zusammen mal an diesem, sieht man das, Subaru Deutschland GmbH. Ja, mal schauen, ob wir das zeigen können. Wundert euch nicht, ja, das Ganze wird jetzt in Mundart ablaufen. Und viel erklären, ja, werden wir mal schauen, was wir erklärt bekommen. Ja, fangen wir mal an. Nochmal bitte. Okay. Also, das beschriebene Fahrzeug der Subaru Legacy, Baujahr 6/2003. Das ist die dritte Modellgeneration vom Legacy, leicht zu erkennen. An die, das erste Mal Plastikscheinwerfer verbaut und natürlich blind. Vierzylinder, Boxermotor, 92 kW, 100, schlag mich tot, 25 PS. Ein bisschen was haben wir schon gemacht, also Ventildeckeldichtung, Kühlerschläuche, Kühler. Nur leider, jetzt läuft der Starter beim Starten mit. Und also er lässt nicht los nach dem Startvorgang. Und das sind in verschiedensten Längen, also einmal läuft er nur eine Sekunde nach, einmal nur ganz kurz, oft einmal hängt da 3-4 Sekunden. Deswegen versuchen wir jetzt da von der Oberseite auf diesen sogenannten Boxermotor den Anlasser einmal abzuschrauben, um zu schauen, ob dieses Teil, das augenscheinlich schon viel zu groß ist, weil es da nicht reinpasst, aber vielleicht passt es ja doch, um das einmal zu vergleichen, beziehungsweise zu schauen, ob man nicht wirklich nur den Magnetschalter tauscht und sich den Rest spart. Ja, genau. Also Daten zum Fahrzeug, das was wir vorhaben. Ich marschiere mal kurz mit euch zum Schlachter und dann zeige ich euch mal, was wir da schon gemacht haben. Damit die Erklärung eventuell ein bisschen einfacher abläuft, weil ihr seht schon, wir haben den einseitig hochgebuckt, weil wir unter das Auto liegen müssen. Und ja, es gibt halt einiges zu tun. Und ich hoffe, der Tommy fängt jetzt nicht schon an, weil das möchte ich zeigen, was er da tut. So, dann haben wir hier das bisschen ein dunkles Eck. Das lässt sich aber nicht vermeiden, aber es ist ja prinzipiell egal. Wir haben ja gesehen beim Subaru, der Luftfilterkasten muss weg. Das geht relativ einfach. Das sind zwei Schrauben, eine Schelle, dann kann man den schon abziehen. Der Schlauch hier muss runter. Ja, das zeige ich euch dann nachher. Dann ist eine Schraube am Anlasser befestigt, oberhalb, da kommt man recht gut dazu. Und dann unterhalb, da muss der Tommy dann nachher unter das Auto liegen. Und wir haben das ja schon exerziert und das hat ja, relativ einfach funktioniert. Aber wir wollen es trotzdem zeigen, damit was gezeigt ist. So, ich werde mir mal Handschuhe anziehen. Der Tommy liegt jetzt hier unterm Auto. Ich schnapp mir mal die Kamera. Ja, ja. Wink du nur. So, dann schauen wir mal. Hier unten ist. Da unten ist der Unterfahrschutz. Und ja, Unterfahrschutz, das ist halt die Motorplatte. Die Rostbremse. Die Rostbremse, genau. Ja. Ja. Also da ist hinten 12er Schraube, 1,
Da ist eine 2, da war eine. Da war eine, die steckt. Die steckt, okay. Da steckt die Schrauben noch. Abgerissen, okay. Dann hier eine, dann da eine und da hinten ist auch noch mal irgendwo eine. Die müssen runter. Am Innenkotflügel. Am Innenkotflügel noch mit befestigt. Ja, und die schraubt er jetzt ab. Und dann kommt man eigentlich von unten an die Schraube. An die Arschlochschraube, wie man so schön sagt. So, und ich schaue jetzt mal hier diese beiden Schrauben losmachen. Das waren die beiden Schrauben. Dann brauchen wir einen Schraubendreher. Den Schlauch hier. Muss mal kontrollieren, sieht man das? Ja, das geht. Den hier einfach abziehen. Das war die Ratsche. Ja, die sollte man halt nicht unbedingt da liegen lassen, wo es stört. Den hier einfach abziehen. Braucht etwas Gewalt. So, dann ist der hier weg. Dann hat es hier eine Schelle. Wo war der Schraubendreher? So, jetzt einfach hier die Schelle aufmachen. Und als nächstes dann nach der Brille suchen, damit wir auch was sehen, und dann den Luftfilterkasten hier raus, das Kabel abklemmen. So. Dann haben wir den Schlauch hier, eine schöne Handklammer, abziehen, und das reicht schon. Und dann kann man den hier zur Seite, so, und mehr ist es nicht. Schelle lösen, zwei Schrauben lösen, Schalter weg, beziehungsweise Kabel abklemmen vom, ich nehme an, Map-Sensor, na, glaube ich fast nicht, Ansaugtemperatur könnte das sein. Zwei Wege miteinander, also muss er tun. Ja, und den Entlüfterschlauch, Kuppelwelle oder was auch immer. Ja? So. So könnte es eventuell funktionieren. Mich da mal kurz schauen. Dankeschön. Ja. Alles klar. Das ist eine ganz andere Konstruktion. Bei dem, die brauchen wir, diese Stange brauchen wir gar nicht wegmachen. Also es ist eine andere Konstruktion wie beim Schlachtfahrzeug. Gut. Dann brauchen wir eigentlich nur einen 14er und dann mal die Batterie. Minuspol von der Batterie abklemmen, 10er. Ganz wichtig jetzt, zuerst mal Batteriepol abklemmen. Wie gehabt, zuerst den Minuspol. Einmal, ja, der Tommy schaut mal. Jetzt hoffen wir mal, dass wir keinen Code im Radio haben. Was heißt Scheiße im Radio, wäre ein bisschen ungeschickt. Ne? Da solltet ihr dann drauf aufpassen beim Auto. Wenn du das Ding abklemmt, dass da kein Code drauf ist auf dem Radio. So, dann brauchen wir den 14er. Gucken wir da mit der Ratsche hin. Ohne Verlängerung müsste, schon. Müsste funktionieren, aber also, mir ist ein Schraubenschlüssel eigentlich lieber. So, recht mal. Brille. So. Jetzt sieht der Martin auch wieder was, der alte Sack. So, jetzt kommt der Trick mit dem Ringschlüssel. Weil die Schraube war beim anderen relativ. Oh, alter Gefalter. Aufpassen, ja. Erhöhter Augeninnendruck. Da gibt es Backen wie beim
probieren wir mit der Ratschen und ohne, genau, ohne der Verlängerung, dass ich da irgendwie rankomme. Eine blöde Position mit dem hochgehobenen. So. Und dann geben wir dem hier Impact. Da ist nichts zu wollen. So. So. Reiß an die Maschine. Nicht abrutschen. Ich gebe mein Bestes. So, haben wir den ein bisschen WD-40. Irgendwas, was schmiert. Haben wir sicher. Rostlöser. Rostlöser wäre natürlich perfekt. Ich weiß nicht, ob ich darf, deswegen mache ich so. Ja, ja. Das ist gekauftes Material. Ich habe mich da ja mit. Jetzt. Lass ihn gleich einwirken. Bestellen, nein, nein, ist ja schon lose. Ist schon lose. Das ist nur, damit es leichter dreht. Ja gut, damit es leichter dreht. Jetzt habe ich da schon den Schmutz auf der Ratsche. Ich habe mich da gestern mit, hier ist der Anwalt Solmecke, mir ein paar Videos angeschaut, was man als YouTuber darf und was man nicht darf, wie das mit Markenrechten und so weiter aussieht. Ja, und siehe da, man braucht gar nicht Dauerwerbesendung einblenden oder sonst irgendwie was, wenn man das Material gekauft hat. Man muss nur darauf hinweisen, und solange es ersichtlich ist, dass du nicht dich mit dem Produkt identifizierst oder dich dafür ausgibst, dass es, wenn du zum Beispiel McDonald's aufnimmst, ne? Und du das so darstellst, als ob dir McDonald's gehört, ist es verboten. Und wenn du das nur so als McDonald's in einem Video erwähnst oder zeigst, ist es kein Problem. Also Folge dessen. Sollte auch so ein Rostlöser oder Akkuschrauber oder sonstiges kein Thema sein. Na komm schon raus da. Eine ewig lange Schraube. Das ist die Schraube für den Anlasser. So. Da wären wir weg. Jetzt kommt der Tommy wieder von unten. Ja, der Tommy muss testen. Da haben wir noch ein paar Schraubenlöser für den Unterfahrschutz. Okay. Also am Innenradlauf eine Schraube für den Unterfahrschutz oder die Motorkapselung oder sonst noch irgendwie was. Ja. Und weg ist sie. So. Sehr gut. Dann war das. Beim anderen war es Ratsche und Verlängerung. 14er Nuss. Genau. So. Und jetzt brauchen wir noch die Kapuzen. Bitte schön. Danke schön. Dann schaue ich mal, ob ich das zeigen kann. Wo sind wir da jetzt? Ja. So, Vorteile vom Liegendschrauben. Ja. Nackenmuskeln wie ein Stier. Verschwundenes Werkzeug. Doch nicht. Umgefallene Lampen. Ich liebe es. So, wir haben da also den Starter. Willst du mir das einergeben? Soll ich das filmen? Nein, du, ich schau da nochmal von oben. Okay, schau du mir von oben zu, wie man das Auto auf den Kopf fällt. Ja, genau. So, also da haben wir auf jeden Fall mehr Motorleitungen und sonstiges. Da kommen wir mit der Ratsche nicht rein. So. Da gibt nichts, da geht nichts. Und zwar müssen wir da her. Ja, ja, ja. Und da geht aber nichts. Ich weiß nicht warum, aber das schaut ganz anders aus. Bitte, ein 14er Schlüssel. Kommt. Hand. Ja. Wo? So. Da. Danke. Bitte. 15. Ach. Ja, das ist Schlauchgewirr, so. Hoch 10. Aber ich glaube, da sieht man. Du kommst doch nicht von oben besser zu werden. Schraubenschlüssel. Tja, das könnte. Das schau könnte. Her. Ich schaue. Du jetzt da ziehen. Ach so. Ich muss drücken, nicht ziehen. Du musst drücken? Ja. Ja, ist auch okay. Aber. Puh. Das ist wirklich beim Kacken. Warte mal geschwind. Ja,
der das Auto vorher repariert hat einmal. Da war es voll gesurft mit diesem Unterbodenschutz, mit diesem komischen Seilfetten-Ding. Teilweise ist es abgetrocknet, teilweise nicht. Das ist, du weißt nicht, wo es hingreifen soll. Das ist alles die Reihe vor und pickt und bläh. Ja, das ist halt immer der Scheiß. So. Der schlimmste Feind ist immer der Vorbesitzer. So, jetzt schauen wir mal. Ich komme doch nicht dazwischen, oder? Kannst du nicht. Ja, doch, geht. Geht? Aber wie? Ja, wie aber eng. Ich komme von unten gar nicht dazu. Das ist nicht ein Problem. Ja. Kein Platz. Ich stoße am Lenkgetriebe stoße an. Ja. Kommen wir da mit der Ratschen vielleicht? Nein, das ist nicht, das ist das Problem. Mit der Verlängerung meine ich, dass wir hinter zur Firewall dazukommen. Firewall. Ja, heißt der Firewall. Entschuldige, ich schaue zu viele amerikanische Filme. Beziehungsweise YouTube-Videos. Ich schaue wo? Oben, unten, rechts, oben. Links. Schau her. Ich schaue. Unten zur Firewall. Ja, genau. Ja? Genau. Das geht. Und dann da, ja, das müsste gehen. Okay. Haben wir mal die Ratsche auf. Zusammengebaut kriege ich sie nicht auf. Ey. Ja, dann gibt es noch die Ratsche. Ja. Da. Wo ist er denn? Da. Okay. Ja, das ist halt, ich kann es schlecht zeigen, was wir da vorhaben. Stell dir mal vor, du musst das Salat machen. Ja. Das geht so. Auch, das geht auch alles. Da wird mal Platz für eine zweite Hand. Ein bisschen hoch mit der Nuss. Ja, warte, bleib mal. Oder? Bleib so, wie du bist. Ich bleibe. So, jetzt setze ich gleich an. Warte. Jetzt so das. Nein, nein. Du musst erst schauen. So, da waren wir jetzt. Nein. Du musst weiter oben. Ja, ich versuche da hinzuschauen. Ja? Dass ich, ja, ja, ja. Ich muss ja die Ratsche aufsetzen. Okay. Alter, gefällt der Ratsche überhaupt keinen Platz. Lass mich zuerst mal. Ratschen, kannst du das zusammenbauen und oberlassen, dann kann ich sie gegenhalten. Ja, aber lass mich zuerst mal geschwind das Kabel, das Anlasserkabel abschrauben. Was war denn das für eine Größe, weißt du das? War das 12, 13? Nein, das ist ein 10er. 10er, alles klar, habe ich da. Sagen wir zuerst einmal hier. Das ist kein 10er. Oder war es ein 12er nachher? Ah, war es ein 12er, Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Dafür. Ja, 12. Sieht besser aus. C'est bon. Willst du mich da unten provozieren oder was? Oder produzieren? Provozier mich nicht. Provozier mich nicht. So. Gut. Zwei. Das ist noch der Stecker. Das Kabel da. Und dann haben wir da noch den Mini-Stecker. Das sogenannte Erektionskabel, oder war das Erregerkabel, oder wie heißt das? Wir geben das Ding ab. Ja, ich schau kurz, ob ich da jetzt noch mehr Licht habe. Wo hast du deine Stablampen? Da. Da hab ich sie. Lieg nicht drauf, du fauler Hund. Ah, da kommt jetzt der Verschluss, Martin. Da ist ein Verschluss drauf. Wer schießt? Verschluss. Ach, Verschluss. Ein Verschluss. Ein Darmverschluss, oder was? Bei dir hat aber auch schon mal besser geleuchtet, sage ich dir doch mal. Nee, ist nein. Ist die so eine trübe Funzel? Das ist eine negative Empfehlung von mir. Firma nicht ja. Kaufen. Der hat doch. Ja gut, wer schon Punkt, Punkt, Punkt Stuhl heißt. Ja, genau. Ja. Das ist ja eine trübe Funzel. Hey, bist du Moped? Das ich will ja gar nicht sagen, was die kostet. Ja, Schweinegeld. Ja. Geht da nichts mit runterziehen, oder was? Nein, du musst da drucken. Und da geht da aber. Ja, drucken, das ist cool. Ich sehe da genau. Gar nichts, eher nicht. Null. Ah, da ist es. Ja, so alles klar. Da muss man. Eine kleine Schraube mehr.
War Meister, ich will mich ja nicht aufregen, aber mir wird kalt am Hintern. Wieso wird der kalt am Hintern? Ich glaube, da erinnern hat heute 3 Grad gehabt, wie ich gekommen bin. 1012 erinnern 3. Du machst das hin. Wieso mache ich das hin? Ich mach das nicht hin. Ich will das nicht hinmachen. Ja. Obwohl, nein, nicht. Das kann man die darauf immer drucken. Warte ein bisschen. Jetzt muss Musik wie anders gehen. Ja, das ist unten der zweite Hebel muss raus. Muss jetzt abziehen? Machen wir doch einfach. Stört dich das oder was? Was? Naja, störe. Gib mal einfach, probieren wir das mit der Ratschen einmal. Weil den kann man immer noch abziehen, wenn wir ihn oben haben. Wenn er ausgebaut ist. Na, ausgebaut, wenn wir ihn oben haben, ja. Gib mir mal. Wir sind noch eine Verlängerung. Was? Die Nuss. Entschuldigung. Ja, was heißt Entschuldigung? Hättest du gleich von Anfang an geschaut, brauchst du nicht zu entschuldigen. Ich bin ein Bretenmeister. So. Ich setze ihn an. Und du brauchst den eine. So. So haben wir es. Passt. Ja. Ja, und jetzt? Ob ich es hinkriege, ist eine andere Frage. Okay, wo? Von der Seite? Ah, nein. Du musst immer oben drücken. So. Ja. Das geht so nicht. So, jetzt halt er drauf. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ja, da können wir nur mit einer Linie, da können wir nur... Ja, was machen wir da? Würdest du mich einmal da runterlassen? Oh. Dass ich einmal schaue? Ja, gerne. Ja. Das ist so ein Siegerglück. Ja. Sie schreit schon, aber sie wird nicht ein. Gott, sieht der aus. Alter. Ja, der ist zusammengekehrt. Ja. Ja, spannend. 22 Minuten Motorraum von oben. Ja, was ich mache. Wir wollten es ja unbedingt aufnehmen. Gib mir mal die Ratsche nach unten. Ne? Die da? Diese da. Ja? Da muss man rausziehen. Schön. Als Ganzes müsst ihr haben. Ja, ich muss da die Nuss wegtun, aber die ist ja verriegelt. Das ist ja Broxon. Alter, ist das eng hier. Mach mal los. Muss ja irgendwie gehen da. Und wie wieder Subaru macht. Teufel auch. Ja, Subaru hat dafür spezial. Glaubst du? Ja, also wir haben da Spezialwechsel gehabt. So, hast du... Na. Nicht. Ja, ich denke mal. Bitte. Ja, warte mal. Ach, das ist das Motorlager. Ist ja höchst interessant. Mit einem Kreuzgelenk kannst du eventuell gehen. Ja, hab ich. Ich hab sowohl mit dem Kreuz als auch mit den Gelenken. Ja, bitte. Einmal. Und wo sind wir denn da? Und eine Verlängerung. Lange. Eine lange Verlängerung. Bitte. Lange Verlängerung. Wo sind wir denn da? Da. Also, nehmen wir zuerst die Kreuzgelenk. Dann die Nuss. Also, falls sich einmal jemand vorgehört, wo hat der Subaru sein Motorlager? Und zwar... ist es dieses Teil da, das ist ein Motorlager, so ein sexy Ding, ha? Kann sich ein Mercedes-Benz was abschneiden davon. So, bin ich da richtig? Ja. Und so eine Frage in dein Alter, Martin. So. Entweder ist sie abgerissen oder gelöst, kann man nicht wissen. Okay. Jawohl, ist los. Ist los, ja. Und jetzt weiß ich ja, warum du hier so aussiehst. Alter, hat der umgeschmiert, hä? Bist du irre? Ja, das ist das Problem, wenn man Auto verschönern will. Für ein
Pickerl-Gutachten. So. Aber die wichtigsten Sachen einfach weglassen. Gib mir mal die Kamera runter. Eieiei. Das kann ich, glaube ich, einfangen. Ja, wie? Ich zieh die Laschen und heb sie raus. Passt. Hinten. Wo ist er denn? Also, ja. Hallo, Freunde. Jetzt wollen wir mal schauen, dass ich euch das zeigen kann. So, diese Mutter, die man da sieht, die müssen wir aufkriegen. Und da hat es sau wenig Platz. Ja, aber mit Verlängerung. So. Wir hätten es also so weit zumindest mal geschafft. Ja, genau. Geht das? Ja, morgen. Vielleicht. 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 Besser morgen. Geht das? Ach, komm. Kannst du mir den Kühlerschlauch da ein bisschen zurückhalten? Oder was? Ich halte. So geht das. So geht das. Oh ja. So, jetzt kümmern wir uns mal um das komische Kabel. Ja, das wird einfach nur. Das. Oh. Erektions. Okay. Was? Oh, sag nicht. Oh, jedes Mal, wenn ich Oh höre. Oh. Da schau das da hinten an. Ein Clip, das ist sogar noch gut geschmiert, schau. Ja. Einfach nur so ein Clip drauf. Und fertig. Also. So. Ja, jetzt? Dann schauen wir uns das mal im Detail an. So. Also, da sieht man gleich den Unterschied. Also, erstens mal von der Länge her. Von der Länge sieht man das so. Ich glaube schon, die Flanschplatten. Ja, Moment. Aber so viel das weniger. Sieht ja, das sieht so ja gar nicht so schlecht aus. Gar nicht so schlecht aus, gell? Jetzt ist die Frage. Kontrolle da. Ja. Das sieht gut aus. Da. Aber die, ja. Ja, ja. Ja. Der könnte passen. Könnte, ja. Der ist halt ein Nachbau. Aber der ist nicht so viel länger. Vom Flanschdurchmesser her sieht er gut aus. Das können wir ja messen. Ja, messen wir. Warte, ich hole die Schublade. Dann werden wir das mal ausmessen. Ja, und euch mit dem Ding dann konfrontieren. So. Gegenlicht sollte aber funktionieren. Genau so. Runter, runter, runter kippen, gerade. So. Na, noch weiter. So. Ach, du tust die innen, die Löcher. Ja, ja, Loch ja, ja, dann passt. 424 mm. Ja, gut. Was? 424 mm sind 42 cm, das kann nicht stimmen. Du bist auf Inch. Na, mm. Millimeter, dann musst du zurück. Inch. Na, Inch. 16, ah, ja, du schaltest immer um, schau her. Ja, Millimeter. Das sind Inch und das sind Millimeter. Und wenn du da aufschaust, das heißt, wenn du da aufdruckst, dann schaltet er auf das um. Ja, ja, das meine das ich ja. Das ist Hoferlogik. Meine ich ja, dass du, na, dass du auf Inch warst. Auf dem amerikanischen, englischen 40-Krücken-Maß. So. 16,063. Merk, wenn es die Zahl ist, bis wir da angesetzt haben. Ich hoffe. 16,063. Einfach der Zuhalter. Ja, das passt. Einfach der Zuhalter. Ja, der haut hin. Ja, und jetzt machst du noch den Flansch, den Anschluss, den da. Die. Im Übrigen, Prost Gemeinde. Ob das gleich ist. 12,75. Das ist sicher gleich, das ist bei allen Motoren gleich, oder? Von der gleichen Bauart. Ja, unbedingt. Ja, ist gleich. Ist gleich? Ist gleich. Dann noch die Länge von da nach da. Pi mal Auge. Weißt du, wo man das misst? Hinten mit dem Zumpel, der da außen steht. Genau. So, und dann rausfahren, rausziehen. Ja. Und dann so Pi mal Auge irgendwo einen Punkt suchen und dann anpeilen. Das kommt auf ein paar Millimeter nicht drauf an, beim Anlasser. Nur damit es so ungefähr ist, 108, 109. Mhm. So was in der Richtung, einfach der Zuhalter, nicht verstellen. Ups. Ja. Ja, passt. Alles klar. Kann da beim Zahn auch noch irgendwas sein? Bei den Zähnen, jetzt könntest du vielleicht noch messen von dem Punkt bis zum Anfang dem Punkt. Ich weiß, warum ich kein Schlosser bin. Ja, Mechanik erreicht. Ja, es ist wurscht, es ist einfach nicht
Der muss ja, das ist eine andere Logik. Ja, das ist alles zum Lernen. Das kannst du auch mit der Spitze vorne oder mit dem. Irgendwie halt messen, das ist wurscht. Ja, 51,14. Jo. Ja, ist das gleiche. Das Einzige, was ich mich frage, ist, warum ist der da? Siehst du das? Ja, das ist halt vom System her, wie er über den Magnetschalter das ganze Ding macht. Ja. Der macht es bei dem, ja genau so, bei dem zieht er das Ganze mit dieser Platte nach vorne und er schiebt nur das Zahnrad nach vorne. Ne. Ja, dann hoffen wir, dass das passt. Ne? Ja, das werden wir einbauen und wenn es nicht passt, dann bauen wir es wieder aus. So einfach ist das. So, ich brauche jetzt einmal einen schwarzen Markierstift. Jetzt ist erst einmal hier Time. Time to say goodbye for the Inhalt of this bottle. So. Nachdem die Messer, the Messur erledigt ist, werden wir das Ding wieder einwuchten. Nur ist die Problematik, wie kann ich das zeigen? Die haben sich nur gekugelt. Du nicht, der ist nicht abgekugelt. Kann gar nicht. Also ein bisschen schwarz malen. Richtig, so. Richtig auf? Na ja, was heißt richtig? Der hat das Wurscht, der nimmt den Badeseiten. Was ist richtig oder falsch? Naja, da gibt es kein Plus, kein Minus. Na, das nicht, aber mit dem. Das erhaltet man es. Mit dem Halter. Ist da irgendwie da so der. Ja. Der da Hand. Das ist eigentlich nur. Aufgeschieben. Ja, und dann haltet er ihn rein. Da haltet er. Ja, und dann haben wir da noch diesen Zapfen da runter drücken. Das ist jetzt zum Aufmachen, Martin. So. Ja, und jetzt ist gut. Wenn er jetzt hält. Der haltet schon. Hat ja, schon ja, dann passt. Du nicht übermaule. Schieben rein. Schön sachte. Wenn er oben kippt. Schön sachte. Ja, was oben kippt. Wenn er oben kippt. Das Auto oder der Anlasser? Der Anlasser. Ja, dann kippt so, er. Das auf die Seiten, gell? So. Ja. Schön einführen. Schön vorsichtig. Ja, ist ja gut. Ich habe auch einen Zug. Es wird auch wieder mal Zeit. Ja, jetzt muss natürlich. Die dritte Hand ist auf Urlaub. Ja, ja. Jetzt ein bisschen schwierig. Ja, ja. Na, da werde ich doch mal. Warte, Haben wir schon. Dass wir erstmal alles sprechen. Leute. Natürlich schauen, ob das da ist. So, also jetzt ist es auf jeden Fall so. Du hast unten den Bolzen. Ja, was? Das ist keine Schraube, das ist ein Bolz. Ein Bolze ist es, gell? Das ist ein Bolze. Ja. Und wenn du den da so in dem Bolze drin so hast. Hast? Ja. Ei. Und das ist wieder Luxus, ne? Ja, ich halte und du tust nichts. Ja, was? Ich tue nichts. Na, warte, ich liege oben. Ich oder was? Ja, ich mach auch. Kann ja. Mach gar nichts. Ich mach das gar nichts. Ja. Ich steck den jetzt mal da an. So, da bin ich. So. Wie neu. Da oben die Lunge, gell? Ja, ich kann schon nochmal einwirken. Während ich hier unten teste, ob ich das Ding angezogen bekomme. So. Was relativ gut aussieht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber. Naja, sehen. Es ist einfach. Der ist so eng verbaut. Haben wir gerade geredet. Das ist eigentlich ein riesen Vorteil von den Autos. Das ist der Boxermotor. Der niedrige Schwerpunkt. Ne? Ich weiß nicht, wenn man. Können wir später. Entschuldigung, der Martin synchronisiert gerade einen polnischen Porno. Ja! Ja!
Ich bin zu alt für diese Scheiße. Nein, der Riesenvorteil von den Motoren, extrem kompakt. Sagen wir das dann noch einmal. Ich glaube, der ganze Motor, wird der 150 Kilo haben? Ja. Hat er bei dir irgendwo? Nein. Nicht unten gewesen, du bist der. Die Ratsche so. Oder was? Du meintest du die Ratsche oder meintest du das Schlüssel? Entschuldigung. So, da ich ja wieder am Start bin, schauen wir mal, ob wir da was zeigen können. Du, waren da vorher auch zwei Scheiben drauf auf dir? Ja. Okay. Ein Sprengring und eine normale Scheibe. Aha. Warum Sprengring? Ja, damit die Schraube sich nicht los übrig. Richtig. Okay. Ja, also sag noch einmal, wie heißt das da jetzt? Das ist eine Zugstrebe, also was Motorlager. Da ist. Kein Motorlager. Ja. Das verhindert einfach das Kippen vom Motor. Dadurch, dass der Boxermotor ja kein Reihenmotor ist, sondern so, genau so in Fahrtrichtung gesehen rechts und links das Ganze macht und dann das Getriebe hinter dem Motor sitzt. Also eigentlich eh schon das da. Ja, genau. Das ist schon Getriebe. Das ist schon Getriebe. Ab der Airbox. Hinter ist schon Getriebe. Genau. Ja, und das ist ganz einfach, der verhindert, dass der Motor kippt. So. Ja, richtig ordentlich anknallen, das Ding. Also da nimmst du. Da ist nicht zufriedenzustellen. Nein, da nimmst du aber. Da nimmst, hin ist. Nein, nimmst nicht die Ratsche. Das ist Baumax. Ich darf es ja sagen, Firma gibt es nicht mehr. 14er, genau. Hatte ich die da? Da. Da du Tier, zieh an, lass mal den alten Sack sich hier. Ja genau, schau wie super ist das. Kleine 15er sicher. Mhm. Bitte nicht, da komm ich nicht vorbei. Chef, das ist scheiße. Ja, Lehrling, dann werden wir einen Gabelschlüssel suchen, oder? Ja, so. Haben wir denn den hin? So haben wir. Ist das nicht bei dir? Nein, ich hab den 14er nicht gehabt. 14er hast du nicht gehabt. Den haben wir aber hergebracht, die haben wir da probiert. Ich habe ja versucht, das ist ja nicht sehr, wenn man den nicht geschnitten hätte. Liegt der auf dem Boden? Nö. Ja, das ist. Die liebe YouTube-Gemeinde kennt das. Werkzeug suchen. Ne, der Schlüssel muss da sein. Ich habe ja da probiert mit dem 15er Gabelschlüssel und dem Trick mit dem. Was denn? Ja, aber mit dem Ringschlüssel, mit dem Gabelschlüssel wirst du nicht weit kommen. Das sage ich dir gleich. Irgendwo muss da der Ringschlüssel sein, verdammt. Ja, das Knacken hört sich gut an. Ja, aber jetzt nicht mehr noch, weiter, nicht mehr weitermachen. Wie viel noch? Nicht mehr weitermachen. Warte mal, geschwind. So, das ist das Kabel mit dem Ringschuh. Mit dem Ringschuh. Sie, Herr Thomas, würden Sie mich da mal eben kurz ranlassen? Dann werde ich da mal schauen. Da war doch irgendwie das Ganze mit dem. Mit der Ratsche ging das doch irgendwie, oder? Der Schlauch wieder hoch, wieder runter. Musst du da Timelapse machen mit dem Verfall von mir? So, da war doch nicht noch irgendwas dran. Ja, der Ringschuh. Da ist der Ringschuh. Nein, ich meinte da an dem Halter war doch nicht noch irgendwas dran. Das weiß ich nicht, das musst du. Ach nee, da haben wir ja gesagt, das ist das Ding da. Genau, das ist. Genau. Nicht mehr. Kein Thema. So, jetzt kommt der Plus-Anschluss der Batterie an den Anlasser. Was passen sollte, wenn mir die Mutter nicht abstürzt. Ja. Ja, mit dich. Jetzt weißt du, wie meine Wochenenden verbringen. Jupp. Wo ist der Schrauben? Wo ist das Werkzeug? Ja.
Gewöhn dich an die kniende Position. Und wir werden euch jetzt alles helle zeigen von den Auto. Das haben wir überhaupt noch gar nicht gezeigt. Aber da brauchen wir hier. Ja. Oh, meine Sachen, bin ich echt stolz und da brauchen wir weniger. Ach so. Ja. Hey, warum das denn? Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Sieht man es? Nee. Kein Zwölfer. Sieht man es? Nein, sieht man nicht. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Haben wir es da irgendwo? Du bist jetzt da. Ja, genau da unten. Richtung, ne? Da unten. Man sieht es nicht. Da unten liegt der Kluppen. Da ist ein Kluppen drinnen. Zwischen dem blauen Schlauch und dem Kühler hängt der Kluppen. Aha. Also für die Deutschen unter uns eine Wäscheklammer. Das ist das Ding, wo ich nicht stolz drauf bin, weil das kriege ich nicht mehr raus. Aber du, der Motor, der Fahrschutz ist da unten. Dann geht das. Bau mal in den 13er Riffel. Entweder ist er weg oder er ist dort bei der Werkbank im schwarzen. Links im schwarzen, in der Werkzeugbox. Jawohl, ich habe meinen Kluppen zurück. So, wie schauen wir denn da aus? Ringschlüssel. Noch irgendwo? Was? Noch irgendwo? Nein. Kein? Das muss alles entweder auf der Wand hängen oder in der schwarzen Werkzeugbox. Ach so, an der Wand hängt auch noch Werkzeug. Ja, das ist noch nicht alles, noch nicht fertig eingerammt. 13er Ringschlüssel. Noch nicht fertig eingerammt. Geht ja. Der Herr. Da! Ah, siehst du, das schneiden wir mal raus. Oh, mal schauen, ob der Ölfilter da passt. Ich muss mal da oben. So, ja. So geht das schon besser. So. Nach fest kommt ab. Gut. Passt. Ja. Jetzt werden wir den Schlauch wieder hier rüberlegen. So. Der passt. Der ist da eingehängt. Jetzt kommt da das Kondom wieder drüber. Der sogenannte Kurzschlussschutz. So. Auch klar. Gut. Schuffalt Firma. 8x6,5, gell? Den kriegst du, wenn du kaufen gehst. Ich? Du nicht, ich. Achso. Du wirst sie aber anders hin kaufen. Ich du, nein, no, das der ist 7x7,5. Was hast du denn für eine Bezeichnung auf deinem? AMC-Filter HO605. Dann gibst du das mal im Internet ein und vergleichst du mit dem Male. Dann das weißt ist du, der OC95. Das ist nicht der OC117, das ist der OC95. Das ist er wieder. So, 7,5 mal 7,5. Hab ich gesagt. Na, weniger. 7 mal 7,5. HO605. So, also, liebe YouTube-Gemeinde, läuft denn die Kamera überhaupt? Ich weiß nicht. Kümmern wir uns jetzt wieder um den Luftfilterkasten. Ganz einfach runterziehen. Zuerst hier den Schlauch drauf, den kleinen. So, die Klammer drauf. Sieht man überhaupt, was ich da tue? Da bin ich dran. So, dann schieben wir das hier drauf. So, den nach unten etwas. Dann kommt hier wieder der Stecker drauf für den Sensor. Upp. Tommy, was ist denn? Du nicht weine. Land- und Baumaschinenersatzteilhandel.de. Ui! Ja. Wer weiß, manche bezeichnen das ja als Landmaschine. So ein Subaru. So, der Schlauch drauf. So, und dann haben wir diese beiden Schrauben. Der Tommy könnte sich eventuell mal darum kümmern. Gleich.
dass die Kiste auf eine arbeitshöhenfreundliche, auf eine arbeitsfreundliche Höhe. Ja. Das ist immer das Problem mit den runtergekommenen Leuten. Über Autos. So, und bevor die Kamera abstürzt. Wir haben das also fachgerecht gemacht mit meinem Teil, meinem Wagen. Prügler hätte er in der Hand. Ja, ja, ja. Kein Problem, das Salz steht hinten rechts. Was steht hinten rechts? Das Salz. Für die Wunden. Ja, ja. Freue. Ja, so. Jetzt zieht die Sache eine schön freundliche Umgebung. Richtig, so ist es. So. Kümmern wir uns darum. Ja. Okay, zuki. Nochmal kontrollieren. Perfekt. Das war fast, fast das richtige Drehmoment. Wie gesagt, eine M6er Schraube interessiert es nicht. So, jetzt kommt der hier wieder drauf, der Zumpel. Einmal, zweimal. Gut. Einmal schauen. Sieht alles gut aus. Haben wir alles. Einmal Lampe bitte, danke. Ja, das weiß ich. Das so da wäre das nächste. Da sind immer noch 17 Schrauben. Ja. So, in so in der Richtung. So. Funkt nix. Ah, wenigstens jetzt das Steuergerät wieder gelöscht von der Automatik. Ja, das kann durchaus sein. Ja, löscht das sich. Noch 8 Minuten. So. Dann machen wir das wieder drauf. Jetzt soll ich starten probieren. Und jetzt kannst du mal. Lass allen. Ob er denn was tut. Hoho! Hoho! Schnupp wie ein Kätzchen das Ding. Ist der Motor kalt? Gib ihm 10,5. So wird dieser Motor noch nie umgesprungen. Das ist klar, wenn er dann dementsprechend der Anlasser, mal so kurz zur Erklärung für die liebe YouTube-Gemeinde, wenn der Anlasser ein gewisses Alter erreicht, dann wird das ganze Ding träge, wird das ganze Ding schwerfällig. Den Schraubenzieher brauche ich. Den da. Den. Da wird der Anlasser träge, wird schwergängig. Infolgedessen reicht die Umdrehungszahl eventuell nicht mehr aus, um den Motor ordentlich zum Laufen zu bringen. Wenn man sich jetzt einen neuen Anlasser einbaut, der wirklich richtig wieder funktioniert und man ist schon eine relativ lange Zeit mit so einem defekten Anlasser rumgefahren, dann wundert man sich, warum das Auto auf einmal auf den ersten Reißer wieder anspringt, weil ganz einfach die Umdrehungszahl vom Anlasser entsprechend höher ist. Ne? Deswegen war er gerade erstaunt, weil normal kenne ich das von seinem Subaru, dass er da so ein kleines bisschen hat orgeln müssen. Ja, ja. Ja. Orgeln ist übertrieben. Orgeln übertrieben, aber es hat merkbar länger gedauert, sagen wir mal so ganz salopp ausgedrückt. Ja? Also Anlasserwechsel beim Subaru Legacy. 2000, was hast du gesagt? 2003. Auslaufendes Modell war das. Moment. Das war die letzte Baureihe von Dreier. Auslaufend. Hm. Also ich muss dir da widersprechen, er läuft nicht aus. Er ist dicht. Ja, jetzt schon, ja. Jetzt schon, ja. 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 Obligatorisches Werkzeug einräumen. Ja,
Nur für das Video. Ja, nur für das Video. Ist bei mir auch nicht anders. Man muss auf sein Werkzeug aufpassen und so weiter. Und kaum ist die Kamera ausgeht mit dem 5 Kilo Hammer auf die Ratsche, wird auf die Ratsche drauf gehauen. Ja. So weit. Ja, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir doch mal einen kleinen Rundblick in der genialen Werkstatt. Also, ich muss mal jetzt vorausschicken. Der Tommy ist noch nicht lange hier drin und es sind hier noch Sachen vom Vormieter, sagen wir es mal so. Ja? Also nicht stören lassen, aber von der Größe her, also hier steht der Auto, da haben wir noch Platz, da steht der Auto, da haben wir auch noch Platz und dann geht das Ganze hier noch weiter. Ja? Filmen Sie nicht nach rechts. So, ich soll nicht nach rechts filmen, ich filme nach rechts und da ist dann der Schlurf und der ist größer wie meine Garage, meine Werkstatt. Deswegen habe ich dem Tommy den Vorschlag unterbreitet. Er wird sich hier verpissen und wird ganz standepede nächste Woche ausziehen. Sie suchen jetzt das Einschlussloch. Wo finde ich das Einschlussloch? Ja, genau. Ritsch, ratsch, klick. Ja. Und ja, also es wäre für mich ideal, muss ich sagen. Aber das auch dreimal so teuer. Ja, ihr Lieben. Zurück in der heimischen Garage. Anlasserwechsel an einem Subaru Legacy. Schön, dass ich mal wieder an einem Auto schrauben durfte, ohne dass hier hinten einer steht und auf die Uhr schaut und fragt, wie lange brauchst du noch? Das war richtig cool. Ja? Es könnte also durchaus möglich sein, dass wir öfters mal sowas veranstalten. Mir hat es einen Höllenspaß gemacht. Nochmal danke, Tommy. Und ich wünsche dir natürlich viel Spaß mit deinem neuen Kompressor und mit dem Akkuschrauber, beziehungsweise mit dem Akkuschlagschrauber. So schaut's aus im Schneckenhaus. Für diese Folge möchte ich mich auch im Namen vom Tommy recht herzlich für euren Daumen hoch bedanken und recht herzlich für eure Kommentare. Falls ihr mehr Autovideos haben wollt, werden wir mal schauen, ob wir was hinbekommen oder nicht. Mein Schwerpunkt liegt aber weiterhin, keine Panik, bei den Mopeds und Motorrädern, hauptsächlich Motorräder, aber auch die Mopeds. Wir haben ja noch einiges zu tun, das machen wir im nächsten Video. Ja, dann würde ich vorschlagen, im linken Eck hätten wir das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken ist kostenlos. Falls Fragen zum Subaru da wären, bitte stellen. Bleibt mir nichts weiter zu sagen als bleibt mir gewogen. Pfiat euch. Baba.